In Ordnung, geh. Nach allem, was passiert ist, vielleicht ist Soma doch verflucht und vom Pech verfolgt. Soma war den Göttern immer gefällig. Sie jetzt im Stich zu lassen, euren Eid zu brechen, das würde uns Unglück bringen. Eivor, eine Ehre, dich bei uns zu haben. Wie lautet euer Plan? Der gesamte Shire unterstützt Somas Herrschaft über die Stadt. Nur diese Dörfer nicht. Sie unterstützen Wiegmunds Heer. Also brennen wir ihre Häuser nieder. Schnell und verheerend. Wie Thors Donnerschläge. Was hältst du von den anderen? Von Leif und Birna? Leif ist ein begabter Seemann. Wenn auch etwas stürmisch. Und Birna, nun, Birna hält das Leben für einen großen Witz. Sie war eine Schmugglerin und lebte vom Lügen, als Soma kam, um sie aus dem Dreck zu ziehen. Birna gehört zu meinem Clan. Und ich kämpfe an ihrer Seite, wie respektlos sie auch sein mag. Aber sie schert sich nicht um ihr Schicksal. Wie bist du zu Somas Clan gekommen? Am Anfang stand eine Vision, die ich bei einer Seherin hatte. Sie steckte wie ein Splitter in meinem Verstand. Dann verblasste sie. Doch ich wollte mehr. Über Monate, Jahre, aß ich nichts als Bilsenkraut, Pilze und heilige Pflanzen. In der Hoffnung, etwas Neues zu sehen. Doch mein Körper schwand dahin. Ich war wie benebelt. Ich irrte umher. Die Sachsen verschlangen mich und spien mich aus. Immer und immer wieder. Bis Soma mich fand. Allein, nackt, in den Fens. Sie gab mir Kleidung und sorgte für mich. In meiner Demütigung. Ich verdanke ihr mein Leben. Visionen können eine eigenartige Kraft entfalten. Was hast du gesehen? Ich erklomm einen Berg, während ein Löwe und eine Schlange auf meinem Rücken lasteten. Ich mühte mich ab. Dann erschien Soma und befreite mich von der Bürde. Als wir den Gipfel erreichten, gab es kaum genug Platz, um zu stehen. Wir wankten, als würden wir auf einer Messerspitze stehen und hielten uns aneinander fest, ganz eng. Ich weiß, ich wirke oft unnahbar und verbissen. Doch die Götter sind immer bei uns. Ich sehe es als meine Pflicht, Soma vor ihrem Zorn zu schützen. Ich hätte Lust, ein paar Fackeln zu werfen. Befreien wir diese Dörfer von Wiegmunds Ratten! Entzünde die Fackeln und entflamme die Pfeilspitzen, Eivor. Der rote Zweigfresser wird sich dieses Ort. Ich darf mich nicht sehen lassen. Eine Kapuze wäre gut. Fluch, der sich auf sie alle legt. Jedes Haus muss brennen. Das haben sie davon, dass sie halfen, Soma Grantabrück zu stehlen. Dass sie Wiegmunds Stiefel geleckt haben. Und ihre Köpfe. Thank you.
Geruch brennender Rehdächer und glimmender Torffeuer. Gott verfluche dich! Läute die Glocke! Wir lassen uns nicht beirren!
es beide nicht aus! Christus wird uns beistehen! Sehr gut! Nordmänner! Ein Angriff! Ich brech dir das! Das hat sich gelohnt. Das kann Wigmund nicht entgangen sein. Du hast gestampft und gewütet wie der feurige Surt selbst, der durch die Flammen von Muspelsheim schreitet. Wir sehen uns zu Hause, Dränger. Die Haare wachsen und die Nägel auch. Selbst wenn die Leiche schon kalt ist. Ich habe es selbst gesehen. Das ist Unsinn. Also glaubst du, dass in einem Toten immer noch ein bisschen Leben steckt? Nein, das sind die Leichendämpfe. Nach dem Tod nimmt der Geruch stetig zu und muss irgendwie entweichen. Eivor, mein liebstes Muskelpaket! Hier in der Nähe ist ein Nest von Wigmunds Männern. Wir werden es ausleeren. Bis zum letzten Mann? Je weniger Läuse im Busch, desto seltener juckt die Musch. So sehe ich das. Wie bist du zu Somas hergestoßen? Ich war schon ewig in Englerland. Lange vor Gudrum, Ivar und Uba. Ich habe unter den Nasen von Sachsen und Dänen Schmuggel getrieben. Ich habe gelogen, betrogen und wurde verprügelt. Mein Leben war nicht leicht. Doch ich habe gelernt, Leid zu ertragen und es wegzulachen. Als Soma mich aufnahm, sah sie mehr als nur die Schmugglerin in mir. Ich konnte mich für mehr als nur mich selbst nützlich machen. Für ihre Vision. In einer Welt, in der niemand Vertrauen in dich hatte, schenkte sie dir ihres. Genau. Und das liebe ich an ihr. Eigentlich liebe ich alles an ihr. Du scheinst diesen Clan fröhlicher und lebendiger zu machen. Weiß Soma das zu schätzen? Wenn ich wüsste, was in den Köpfen anderer Leute vor sich geht, wäre das Leben schrecklich langweilig. Aber Soma scheint mich zu mögen. Auf welche Art? Auf ihre Art. Nur leider nicht so, wie ich es wünschte. Schmerzhafte Wahrheiten ertragen sich leichter mit einem Lächeln auf den Lippen. Ein frohes Gesicht in schweren Zeiten ist wahrer Widerstand. Was hältst du von Somas anderen Kriegern, Galin und Leaf? Ach, Leaf ist wie ein unbändiges Tier. Immer wenn ich ihn sehe, will ich, dass er mich besteigt wie einen Baum und sich unter meinem Arm einnistet. Er redet viel von Ehre. Doch ich kenne keinen Ehrenmann, der einen Brand legt, nur um sich dafür rühmen zu lassen, ihn wieder zu löschen. Und Galen hat das Grübeln zu einer Kunstform erhoben. Seine Selbstgefälligkeit ist einfach liebreizend. Wir könnten den ganzen Tag reden, aber vielleicht verlassen diese Sachsen ihr Nest. Wir beide sollten uns das mal ansehen. Meine Männer bleiben zurück und stoßen zu uns, wenn etwas schief geht. Aufregend, an deiner Seite zu kämpfen und dich aus der Nähe zu beobachten. Aber nicht zu nah. Sonst bekommst du noch blaue Augen und Beulen ab. Du würdest deine Ellenbogen verlieren, ehe man die Beulen sehen kann. Diesen Wachen entgeht nichts. Thank you.
mir! Ich führe euch! Blut für Odin! Du hast verloren! Halte dich! Zum Nachdenken! Nein. Komm, Bursche! Ich mach mir eine Krone aus deinem Kiefer! Und! Lang wird es nicht mehr dauern. Stehen und stirb! Gibt mir Stärke. Ah!
Danke. Waren alle. Ach, diese Stille nach dem Gemetzel. Schade nur, dass es so stinken muss, weil sich alle beim Sterben einscheißen. Du hast sehr gut gekämpft, Birna. Ist das deine Art, mir den Hof zu machen? Meine Art, was zu machen? Ganz ruhig, Drenger. Wir sehen uns in Grantabrück. Priester macht mehr Wind als ein Hagelsturm. Er darf nicht weiter Gift und Galle speien. Bist du hier durch einen Sturm gesegelt? Das hast du nie erzählt. Ja. Eivor, ein schöner Tag hier draußen, oder? Soma sagte, ich würde dich hier finden, Leaf. Wie lautet dein Plan? Wir befreien die Welt von einem Priester, der den Aldermann preist und den Zehnten in Wiegmunds Taschen umleitet. Der Plan lautet... Wir schleichen uns hinein, weiden den Priester aus und kehren zu Soma zurück. Wiegmund wird schäumen vor Wut. Wie bist du zu Somas Heer gestoßen? Wir kamen gemeinsam nach Englerland unter Gudrums Flagge. Die Sachsen nannten uns das große Sommerheer. Als Gudrum nach Westsexer aufbrach, übernahm Soma die Führung. Eigentlich hätte ich das gerne selbst getan. Was würdest du tun, wenn du Jarl von Grantabrück wärst? Ich würde die Stadt auf meine Art führen und weniger auf Birna und Galim hören. Vertraust du ihnen nicht? So würde ich das nicht sagen, aber Birnas Stiefel stecken im Schlamm und die von Galim schweben im Himmel. Wenn es um Leben oder Tod ginge, wäre keiner von beiden aus dem richtigen Holz geschnitzt, um uns durch den Sturm zu führen. Du warst dabei, als Gudrum Soma zum Statthalter von Grantabrück ernannte. Wie fühlte sich das an? Gut, ich habe ihr Glück gewünscht. Unter Somas Herrschaft begann das Silber zu fließen und die Leute begannen zu tanzen. Mit Handel kennt sie sich aus. Trotzdem wünschte ich, ich hätte den Mumm gehabt, vorzutreten und die Bürde und Ehre der Verantwortung für eine Stadt auf mich zu nehmen. Aber das ist nebensächlich. Soma ist meine Jarlskrone und ich bin ihr eingeschworener Krieger. Kein Gott könnte daran etwas ändern. Was muss man mitbringen, um Schiffbaumeister zu werden? Geduld und Liebe. Ich kenne jedes unserer Schiffe, wie Eltern ihr Kind kennen. Aber um Schiffe zu bauen, braucht man auch Silber. Für hartes Holz, haltbare Stoffe und teure Farben. Das Gelb, das ich benutze, das kommt von sehr weit her. Ein stolzer Preis für einen fröhlichen Anstrich. Vermutlich wurden meine Farben deshalb vor ein paar Wochen gestohlen. Verdammte Diebe. Eine gute Unterhaltung, Leaf. Kümmern wir uns jetzt um Wiegmunds Mann. Richtig, richtig. Wiegmunds Bursche verdient eine Belohnung. Meine Krieger werden die Sachsen am Tor ablenken. Wir beide werden den Priester suchen.
Eigentlich greife ich lieber offen und gerade heraus an. Doch für dich probiere ich gerne etwas Neues. Und jetzt sei bitte etwas leiser. Sigmunds Priester ist in der Kirche. Wir bringen Gottes Gnade! Hättest wegrennen! Christus wird uns beistehen! Sie bewegt haben müssen. Das ist ein Kunstwerk. Wechsel. Wechselst du gleich den Glauben, Leaf? Soll ich dir vielleicht ein kleines Kreuz mitnehmen? Nein, niemals. Kann nicht über Handwerk freuen. Oh.
Die Lügen dieses Priesters werden den Schier nicht mehr vergiften. Wir sollten gehen. Gut gemacht. Wir haben Wigmunds Mann schnell verstummen lassen. In der Tat. Du hast dich wahrlich bewährt, Eivor. Wir sehen uns in Grantabrück.